Herzlich willkommen zum Q&A mit dem wahrscheinlich aufwendigsten Intro ever. Das war das erste Mal, dass ich Kupfer gegossen habe, deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Ich würde es mal Kunst nennen. Das war deutlich zu kalt und ist deswegen sofort fest geworden. Aber ich finde, sieht trotzdem ganz cool aus. Erstmal vielen Dank an alle, die hier Fragen gestellt haben unter meinem letzten Video. Manchmal habe ich halt das Gefühl, dass Dinge, die halt für mich alltäglich sind, vielleicht für euch ganz interessant sind oder ich halt einfach denke, das brauche ich gar nicht zu erzählen und vielleicht doch eine ganz interessante Information. Deswegen finde ich so ein Q&A gar nicht so schlecht. Und hier kommen wir schon zur ersten Frage. Wie alt? Ich bin 25 Jahre alt. Ich hatte vor ungefähr einer Woche Geburtstag und zwar am 29. Januar. Besonders krass finde ich, und das kommt nicht nur in diesem Video rüber, wie lange viele von euch schon dabei sind. Also das ist ja wirklich heftig, dass einige schon, seitdem ich im Gewölbekeller bei meinen Eltern und im Keller angefangen habe, Videos zu machen, schon dabei sind. Finde ich natürlich besonders cool. Und es geht auch aus einigen Kommentaren hervor, dass ihr da echt ganz schön viel Ahnung habt, aber man gibt ja auch so einiges preis hier bei YouTube. Hier für alle, die den Kanal noch nicht so lange verfolgen oder noch nicht wissen, was ich vor YouTube gemacht habe. Ich war vor YouTube einfach nur auf der Schule. Ich habe Abi gemacht, dann habe ich direkt mit YouTube angefangen, habe ein Jahr lang mir quasi Zeit genommen, das Ganze zu starten, habe danach angefangen, Maschinenbau zu studieren, zwei Semester, habe dann gemerkt, dass man entweder eine Sache richtig gut machen kann oder zwei halt nicht besonders gut. Ich habe dann, ich habe schon die Prüfungen bestanden und so, aber halt einfach nicht besonders gut und habe dann gemerkt im dritten Semester, okay, jetzt werde ich mich auf YouTube konzentrieren und das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und es war im Nachhinein wirklich eine sehr gute Entscheidung, auch wenn es natürlich keine leichte Entscheidung war. Und mittlerweile mache ich YouTube jetzt schon fast 6 Jahre. Was auch ein- oder zweimal kommt, war die Frage, ob ich irgendwie noch eine Hauptbeschäftigung neben YouTube habe. Und das ist bei mir wirklich so, dass YouTube zu 100% meine komplette Zeit einnimmt. Ich mache ja nicht irgendwie Vlogs, wo ihr so täglich seht, was ich so mache. Ich habe das mit dem Format Mist Mittwoch so ein bisschen probiert ins Leben zu rufen, damit ihr so ein bisschen seht, was so hinter den Kulissen abgeht, weil das, was ihr in den Videos seht, ist halt oft sehr zusammengestaucht, so rauskondensiert das Schönste, was ich so an Arbeit mache. Und vieles seht ihr auch gar nicht. Wenn ich Steuern mache, wenn ich Videos schneide, ist es auch eine Menge Arbeit. Und ich brauche auch einfach dadurch, dass ich die Projekte filme, ungefähr doppelt so lang, wie wenn ich es nicht filmen würde. Man hat natürlich mittlerweile schon den Workflow drin und den Dreh raus und weiß genau, okay, jetzt positioniere ich die Kamera so und im nächsten Schritt so, aber es ist trotzdem eine ganz schöne Menge Arbeit. Dann kam noch die Frage, ob ich einen geregelten Tagesablauf habe, und das finde ich besonders interessant, weil das eine Sache ist, mit der ich mich so im letzten halben Jahr auch selber ziemlich doll beschäftigt habe. Das war bei mir sonst immer extrem phasenweise. Ich bin teilweise um 6 Uhr morgens aufgestanden, bis 2 Uhr morgens in der Werkstatt gewesen und dann am nächsten Tag wieder 6 Uhr morgens aufgestanden. Das war, wenn zum Beispiel Projekte anstanden, wo ich dann Werbekooperationen hatte, die muss man dann abgeben an Agenturen, die fertigen Videos, bevor die online gehen, und das ist ziemlich aufwendig und auch eine ganze Menge Verantwortung, und ich nehme mir oft ein bisschen mehr vor, als ich eigentlich schaffe, und versuche dann trotzdem das einzuhalten. Jetzt ist es aber aktuell so, dass ich eigentlich jeden Tag um 6 Uhr aufstehe, dann gehe ich ins Fitnessstudio, Stunde, dann dusche ich da und dann starte ich so, ja, um 9 ungefähr hier in der Werkstatt und bin dann frisch geduscht und ready für den Tag und arbeite dann oft so bis 20, 22 Uhr ungefähr. Außer sonntags, da schneide ich Video, das ist eigentlich auch immer ganz geil. Das finde ich auch besonders cool, dass das so ein bisschen abwechslungsreich ist, weil das halt so ist, manchmal liege ich unterm Auto, mir fällt Rost ins Gesicht, ich denke so, oh Mann, ey, jetzt hätte ich Bock, wieder einfach wieder im Tiny House zu sitzen und entspannt Video zu schneiden, und wenn ich dann Video schneide, denke ich so, oh Mann, jetzt hätte ich wieder Bock, in die Werkstatt zu gehen und ein bisschen zu schrauben. Von dem her, das ist eigentlich eine echt ganz coole Abwechslung. Und montags ist immer frei. Bevor ich zum Thema Finanzen komme, wozu auch einige Fragen kamen, verständlicherweise, möchte ich noch was zum Thema Arbeitssicherheit sagen. Ich bin ja so der DIY-Typ. Man versucht einfach mal irgendwas, und wenn man einen Fehler mal macht, dann lernt man halt daraus. Das lässt sich auf den Bereich so Handwerken und so übertragen, aber nicht auf den Bereich Sicherheit. Da habe ich leider genau dasselbe Prinzip verfolgt und ich habe echt schon alles Mögliche mitgenommen. Ich war schon mehrfach in der Augenklinik, weil ich so einen Metallsplitter im Auge hatte, zweimal insgesamt. Habe mir in die Hand geflext, in den Daumen, in den Zeigefinger. Also deshalb lieber in dem Bereich auf die Leute hören, die Ahnung haben. Immer eine Schutzbrille tragen, wirklich, das mache ich jetzt immer. Und nicht denselben Fehler zweimal machen. Das habe ich mir auch beherzigt. Und normalerweise läuft ja, wenn irgendwas passiert, keine Kamera, ausgerechnet in dem Zeitpunkt. Aber ich mache jetzt immerhin schon 6 Jahre YouTube und ich habe ein paar lustige Fails tatsächlich schon auf Kamera festgehalten. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Dazu
muss ich mal hier eine ganz besondere Sache holen. Was ihr hier seht, ist das Rohmaterial von 6 Jahren YouTube und wie ihr seht, bin ich nicht gerade der Profi-ITler, der hier irgendwie krasse Festplatten-Tower mit Spiegelungssystemen sich installiert, sondern wenn ich mal ein System gefunden habe, dann halte ich daran fest, einfach ganz normale 1 TB Festplatten. Ja, und da ist alles drauf gespeichert, alles Rohmaterial, weil ich das nicht gerne lösche, weil ich es genau für solche Situationen immer ganz cool finde, mal reinzugucken. Und ich erinnere mich an ein paar Situationen und mal gucken, ob ich da jetzt was von finde. Ich glaube, ich muss bei 1 anfangen oder bei 2. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Und zwar eine Sache, die man auch immer lernt beim Bohren von Metall, ist, dass man bohrt durch und kurz bevor der Bohrer auf der anderen Seite rauskommt, dann verhakt sich der gerne. Das wusste ich damals noch nicht und ich habe so ein riesiges Scharnier, ohne das auf den Tisch festzuklemmen, gebohrt. Und dann hat sich das mitgedreht und ist mir voll in die Eier. Richtig übel. Das sieht man hier. Ich bin einfach komplett down gegangen und musste mich erstmal aufs Sofa legen. Wahnsinn. Solche Fehler macht man nur einmal. Lernen durch Schmerz. Eieiei. So, nächster legendärer Fail. Das ist aus der Tiny House Bauzeit. Richtig witzig. Da habe ich den Baum geschnitten, beziehungsweise Äste vom Baum runtergeschnitten, damit da Platz entsteht fürs Tiny House. Und dabei habe ich mich auf einen Ast gestellt, der nicht sonderlich stabil war. Das sieht so, das sieht wirklich so gut aus. Also so echt, weil es halt auch echt ist, ey. Das kannst du echt nicht nachmachen, so ein Stunt, ne? Direkt auch geguckt, ob die Kamera gefilmt hat. Das ist das Wichtigste. Normal, solche Situationen hast du nie drauf. Hier habe ich noch eine Aufnahme gefunden, die sich noch deutlich schlimmer angefühlt hat, als dass sie aussieht. Und zwar habe ich mir wirklich richtig windige Böcke gebaut für die Ape. Da stand sie gar nicht sicher drauf. Und guck mal, 3 Sekunden vorher habe ich noch komplett unter dem Gerät da geklemmt und da irgendwas gemacht. Und dann 5 Sekunden später kommt sie da komplett runter. Die wiegt ja zum Glück nicht so viel, aber deswegen, gute Böcke sind das A und O. Das war auch das allererste, was ich für die Defender-Restauration gekauft habe, waren richtig, richtig gute Böcke, weil da hängt dein Leben dran. Ja, hier habe ich noch so einen relativ unspektakulären Sturz von der Leiter, mal wieder nichts passiert. Das Witzige an der Aufnahme ist eigentlich, dass man sieht, wie mein Fuß schon so quer in der Leiter drin hängt und ich den noch ganz schnell zurückziehe. Da habe ich auch wieder richtig Glück gehabt. Die wirklich unangenehmen Sachen habe ich natürlich nicht auf Kamera, würde ich aber wahrscheinlich an dieser Stelle auch gar nicht zeigen. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Stück vom Finger abgesägt im Klimansland mit der Tischkreissäge. Deshalb habe ich keine Tischkreissäge, weil ich da Respekt vor habe. Aber vielleicht werde ich mir mal irgendwann so eine kaufen. Es gibt ja so coole Teile, die so anhalten. Und wenn sie merken, dass sie Kontakt mit irgendwie Haut haben, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ganz schön spannende Technik. Aber jetzt gehen wir zum nächsten Thema über, und zwar zum Thema Finanzen. So, die nächste Frage, die oft gestellt wurde, war einfach, wie ich die Projekte finanziere. Es sind ja teilweise schon auch teure Projekte. Und das funktioniert tatsächlich nur durch YouTube. Also das sind dann in der Regel Werbeeinnahmen, die über dieses normale Google-System von YouTube kommen oder halt Kooperation. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich versuche, Kooperation bzw. Werbepartnerschaften möglichst gering zu halten. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, dass auf anderen Kanälen deutlich mehr Werbung ist. Das liegt unter anderem daran, dass ich das einfach nicht so gerne mache und dass ich halt wirklich nur gerne Werbung mache für Sachen, die ich selber auch nutze oder unterstütze. Und ich habe sehr gerne Werbung gemacht für eBay zum Beispiel, weil ich das wirklich selber auch aktiv nutze oder auch für irgendwie Werkzeughersteller, weil das einfach gut passt, aber nicht für alles. Und da muss man halt schon so ein bisschen gucken, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Wochen an einem Video drehe und 5.000 Euro für Autoersatzteile ausgebe, dann wird das wahrscheinlich nicht so sein, dass ich mit diesem Video auch 5.000 Euro verdiene, sondern wahrscheinlich weniger. Und es gibt auch Monate, wo ich Verluste mache. Aber das ist okay, weil ich mache das Ganze nicht, um jetzt irgendwie krass reich damit zu werden, sondern weil ich dadurch halt jegliche Freiheiten habe, zu tun, worauf ich Bock habe. Und das ist halt wirklich 99% cool. Natürlich erfordert das auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin, so selbstständig zu sein. Aber das ist einfach das, was da mitkommt. Und ich glaube, wenn man jetzt YouTube nur wegen dem Geld machen würde, dann wäre
der Ansatz ein ganz anderer und man hätte wahrscheinlich auch schon den Spaß dran verloren. Weil es gibt natürlich auch Durststrecken und zum Beispiel im Dezember habe ich 5-mal so viel verdient wie jetzt im Januar, weil die Aufrufe ein bisschen höher waren und einfach, da ist dieser CPM-Wert höher, das wissen vielleicht auch ein paar von euch, dass einfach dadurch, dass Weihnachten ist, die Kaufkraft ist höher, es wird mehr Werbung geschaltet und damit muss man erstmal klarkommen. Es ist natürlich nicht so planbar wie andere Berufe, aber darin liegt ja auch der Reiz und auch bei anderen Berufen kann man einfach so gekündigt werden. Deswegen ist es manchmal auch nur eine scheinbare Sicherheit. Einige haben auch gefragt zur Zukunft vom Kanal und wie das Ganze hier in Zukunft aussehen soll, auch zwecks Projekte oder wie ich mir das vorstelle, das finanziell in Zukunft alles hinzukriegen. Und bis jetzt hat auch alles sehr gut geklappt und auch viel besser als ich dachte und ich hoffe, das wird in Zukunft auch so bleiben. Ich habe nicht vor, irgendwie krass noch in eine andere Richtung zu gehen und ich würde sehr hoffen, dass ich in 10 Jahren noch genau dasselbe mache wie heute, weil es mir wirklich sehr viel Spaß macht. Natürlich, man weiß es nicht, es kann sein, auf einmal guckt sich keiner mehr die Videos an und dann ist es auch vorbei, aber ich habe einfach geplant für diesen Kanal, mein Anhaltspunkt für die Videos ist einfach, dass ich Videos produziere, die ich mir selber gerne angucken würde und da steht einfach Kreativität im Vordergrund, deswegen auch in dem einen Kommentar, ich hatte mal angedeutet, ich will weniger reine Autorestaurationen machen, weil da einfach der kreative Aspekt mir fehlt, Umbauten schon, aber zum Beispiel jetzt reine Reparaturvideos würde ich mir selber auch nicht angucken und ich habe selber auch schon Videos gemacht, die ich mir nicht unbedingt angucken würde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur einen Ofen ins Tiny House einbaue. Das ist nicht besonders spannend, das ist auch nicht mega kreativ. Ich freue mich natürlich total, dass trotzdem sich einige Leute das angucken, aber ich möchte einfach in Zukunft kreativere Projekte machen und dazu gehören auch Fahrzeugumbauten, wie gesagt, also das am Defender, dann die Lackierung und auch der Innenausbau, das würde ich schon dazu zählen, das hat mir auch schon sehr viel Spaß gemacht und ich auch, finde auch das, die Werkstatt hier, da kann man sich echt kreativ austoben und ihr könnt auf jeden Fall noch gespannt sein. Es werden noch ein, zwei Sachen kommen, die jetzt nicht so mega kreativ sind. Zum Beispiel wird als nächstes der T4 nochmal fit gemacht werden hier auf dem Kanal. Ich hoffe, da habt ihr auch Bock drauf. Der ist noch nicht verkauft, das haben auch ein paar gefragt. Da werde ich dann aber im dazugehörigen Video noch was dazu sagen. Da gibt es auch gute Gründe dazu, wieso der noch nicht verkauft ist. Und ja, ich bedanke mich bei jedem, der schon so lange dabei ist hier beim Kanal und ich hoffe, euch hat dieses Video auch mal Spaß gemacht. Falls es noch Fragen gibt, die ich nicht beantwortet habe, dann lasst die trotzdem noch mal gerne in den Kommentaren da. Vielleicht schaffe ich es ja in einem der nächsten Videos zu beantworten. Außerdem hatte ich noch eine witzige Idee und zwar glaube ich, ich verlos hier diese 3 Buchstaben, die Q, das Q, das Und das A. Und wenn ihr das gewinnen wollt, dann ich mache das bei Instagram, weil da ist die Nachrichtenfunktion besser. Wenn jemand das gewonnen hat, kann ich besser anschreiben. Deshalb, ich werde davon ein Foto posten, schreibt da drunter einfach in die Kommentare einen der 3 Buchstaben, welchen ihr wollt. Und ich dachte, das ist eine ganz witzige Idee. Vielleicht hat jemand ja Bock, sich das irgendwie hinzustellen. Ich finde es echt richtig schöne Gegenstände. Ich habe es jetzt aber erstmal nur fürs Video gebraucht. Das heißt, schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, verlinke ich euch unten. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.